Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bei dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages für seine Bemühungen zur umfassenden Aufklärung der NSU-Mord- und Terrorserie bedanken. Leider eine Sisyphusarbeit, wenn man bedenkt, dass die Arbeit des Untersuchungsausschusses immer wieder von den Regierungen und Behörden auf Bundes- und Landesebene massiv erschwert und behindert worden ist. Was wir hier heute beschließen, ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist selbstverständlich, dass die Empfehlungen des Untersuchungsausschusses auch in Berlin umgesetzt werden. Und es ist das Mindeste, ein Minimalkonsens, nicht mehr und nicht weniger. Der institutionelle Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland wurden seitens der Politik, der Polizei, der Justiz und des Verfassungsschutzes über Jahre hinweg verkannt, verharmlost und vertuscht. Dies haben auch insbesondere die Anwälte der Opferfamilien im Münchner NSU-Verfahren in einer gemeinsamen Erklärung mehrfach geäußert, und meine Partei Die Linke teilt diese Kritik. Keine Staatsanwaltschaft, keine Polizeibehörde und kein Verfassungsschutz verfolgte die Idee, all diese Taten könnten einen rechtsextremen Hintergrund haben. Polizei und Ermittlungsarbeit ging mit der Prämisse einher, es könne sich nur um Taten zwischen Ausländern handeln, sogar bis in die Türkei wurde zwischenzeitlich ermittelt. Eine gründliche und ergebnisoffene Ermittlung blieb aus. Die Fahndung scheiterte offensichtlich an rassistisch geprägten Verdachts- und Vorurteilsstrukturen von Polizei und Verfassungsschutz. Diese Strukturen auf den Grund zu gehen, ist unser aller Aufgabe nach den Erfahrungen der NSU-Terrorserie. Anstatt aber dem entschieden entgegenzutreten, wird die Verharmlosung rassistischer Ressentiments in Berlin weiter vorangetrieben. Wir haben es im Rahmen der Debatte um die kriminalitätsbelasteten Orte gesehen. Die Frage, ob Racial Profiling überhaupt vorkommt, wird mit der Begründung verneint, das sei ja verboten. Das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Wenn man sich erst gar nicht den kritischen Fragen stellt, dann kann auch nichts herauskommen bei der Aufarbeitung. Wie Staat und Polizei mit Kritik im NSU-Skandal umgehen, hat man auch jüngst in Kreuzberg erleben dürfen. Ein Plakat des Bündnisses gegen Rassismus sollte an den NSU-Bombenanschlag in Köln erinnern. Doch die Berliner Polizei entschied sich dazu, das Solidaritätsplakat zu zensieren und den Satz NSU, Staat, Nazis Hand in Hand herauszuschneiden. Die Berliner Polizei bleibt in diesen Dingen also ihrer Linie treu. Denn auch die bisherigen Aufklärungsarbeit der Berliner Behörden in der NSU-Verstrickung war von dem Motto geprägt, Unangenehmes lieber erstmal unter den Teppich kehren. Da wurden Berliner Verfassungsschutzakten zu Nazi-Gruppen, dem Reichswolf, zum Fraß vorgeworfen. Sachverhalte und Einblicke über NSU-nahe V-Männer wie Thomas Starke oder Nick Greger, von deren Tätigkeit für das Berliner Landeskriminalamt Herr Innensenator Henkel seit geraumer Zeit Kenntnis hatte, wurden zurückgehalten. Man hat es lange nicht für nötig gehalten, dem Abgeordnetenhaus oder dem Untersuchungsausschuss im Bundestag konkrete Informationen und Unterlagen in dieser Sache zukommen zu lassen. Das kann keine vollständige Aufklärungsarbeit im Sinne der Frau Bundeskanzlerin Merkel sein, die sie auf der Trauerfeier im Februar 2012 den Angehörigen der Opfer des NSU versprochen hat. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir hier zu einem gemeinsamen Antrag gekommen sind und der Senat nun die kommenden Schritte dem Abgeordnetenhaus berichten muss. Aber die Aufklärungsarbeit ist noch nicht abgeschlossen, auch in Berlin nicht. Zu viele Fragen sind nach wie vor offen. Und auch die Debatte über die Konsequenzen ist mit diesem Antrag noch nicht vorbei. Es ist bekannt, dass die Fraktion Die Linke in ihren Forderungen weitergeht. Wir sagen, die Verfassungsschutzämter sind weder kontrollier- noch reformierbar. Die V-Leute der Sicherheitsbehörden sind keine netten Informanten von nebenan, sondern vom Staat gekaufte Spitzel,
Sie gehören abgeschaltet. Auch deshalb werden wir diese Debatte hier weiterführen, hier im Abgeordnetenhaus. Herzlichen Dank.